Aus irgendeinem Grund muss ich, wenn ich das hier am Portemonnaie denken, der Legend of Zelda Breath of the Wild Insel. Aber ich weiß nicht genau, warum eigentlich. Aber ich habe gerade ganz starke Portemonnaie-Backflashs hier. Flashbacks meine ich. Backlash-Flashback. Willst du danach Blood and Wine spielen? Ja, genau. Auf jeden Fall, unbedingt. Ich freue mich schon total auf Blood and Wine. Ich habe den noch nie gespielt. Aber was ich davon gesehen habe, sieht sehr lustig und interessant aus. Aber ich möchte trotzdem nicht zu sehr durch Heart and Stone oder wie er heißt, durchrushen. Sondern will mir trotzdem ein bisschen Zeit lassen. Genau, es ist Wind Waker. Was habe ich denn gesagt? Ich meinte Wind Waker. So. Schnellreise, würde ich sagen, weil hier haben wir nicht mal... Na, hier wären ein paar Fragezeichen, ne? Nee, Fragezeichen sind eh... Ich meine, wenn die jetzt wirklich irgendwie gerade auf dem Weg liegen... Breath of the Wild, habe ich gesagt. Nee, Quatsch. Wind Waker meine ich natürlich. Dann nehmen wir die mit, wenn die auf dem Weg liegen, aber ansonsten... Plötze! 300 Meter sind lang. Wo bist du? Ich kann irgendwie nicht aufsteigen. Heya! 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 Blood and Wine ist extrem mega geil. Ich bin wirklich schon gespannt drauf. Ich sollte mich hier ein bisschen umsehen. Hier schon, oder wie? Aber das Zielgebiet ist da vorne. Aha. Was haben wir denn da? Nichts. Ich weiß wirklich nicht, warum wir den nicht anklicken können. Komisch irgendwie. Eigentlich ist das ein... Ah, okay. Ich muss im Hexersinn bleiben, ne? Der Wagen des Kräuterkundlers. Da ist etwas Blut. Oh oh. Blut. Getrocknet. Ein paar Tage alt. Aber von welchem Kräuterkundler reden wir überhaupt? Ich kann mich überhaupt nicht an die Quest erinnern. Ich will nur kurz am Rücken kratzen. So, jetzt geht's wieder. Mal schauen. Oft, wenn ich dann die Leute sehe oder ein bisschen mehr überfahre, dann... erfahre über die Quest, dann fällt mir wieder alles ein. Die Spur ist kalt. Muss mich umsehen. Fragen. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Hallo, werte Bäuerin. Jut, hör mal. Wir haben Besuch. Was führt dich zu uns, Herr? Hast du dich verirrt? Nein, ich suche jemanden. Ah, sprich nur. Vielleicht können wir ja helfen. Das weiß ich noch nicht, wie es nach Blood and Wine weitergeht. Da muss ich erstmal unseren neuen Patreon-Papst Idolem fragen, was der dazu sagt. Das ist quasi seine Reihe. Was für ein Ort ist das hier genau? Ein Dorf? Sieht man doch. Ich sehe aber nur verlassene Hütten. Ja, wir sind die Letzten. Die Jungen sind in die Stadt gezogen, suchen Arbeit und die Alten sind alle tot. Nicht wahr, Jut? Stimmt genau. Nettes Ehepaar. Überhaupt nicht creepy und seltsam. Bestimmt ganz normale, nette Leute. Gar nichts Übernatürliches. Keine Kannibalen oder so.
Ich suche einen gewissen Volkert. Helles Haar, Halbling. Klingelt da was? Ja, ich hab jemand Kleines gesehen. Beim Kräutersammeln. Mhm. Bis ihm was zugestoßen ist. Da war eine Blutspur. Die hat mich hergeführt. So ist es. Wölfe haben ihn angegriffen. Er hat hier Schutz gesucht. Ich sagte zu ihm, zurück in die Stadt, junger Herr, hier draußen ist es gefährlich. Aber der Idiot blieb stur, wollte vorher noch seine Blümchen sammeln. Ist wieder in den Wald gegangen und dann verschwunden. In der Nacht heulten die Wölfe, hat mir kalte Schauer den Rücken runtergejagt. Und wo bist sind du ein Werwolf? Überreste? Wölfe hätten was übrig gelassen. Die Stiefel etwa. Wir haben nicht nach ihm gesucht. Wir sind zu alt, um durch die Wälder zu streunen. Bist du ein Werwolf, alte Frau? Sag's jetzt gleich. Stimmt, oder? Was für ein Ort ist das hier genau? Ein Dorf? Sieht man doch. Ja, das hatten wir schon. Ja. Stimmt. Stimmt, genau. Bis dann. Bis dann. Was hackst du denn da? Sehr blutig sieht das aus. Geralt? Hexersinn-DNA-Analyse? Und? Ist es der Halblingskräuterkundler? Wissen wir nicht. Schlechter Geralt. Böser Geralt. Schäm dich. Oh mein Gott, einen... Berichte dem Kräuterkundler. Jetzt bin ich gespannt, welchem Kräuterkundler wir berichten, dass ein anderer Kräuterkundler verschwunden ist. Plötze. Auf die Plötze, fertig, los. Halt. Falsche Abzweigung. Bei welchem Spiel war das so? Bei Siedler. Ich glaube, bei irgendeinem Siedler-Teil war das erste Mal, dass ich die Mechanik gesehen habe und fand das damals so faszinierend, weil in dem Aufbaustrategiespiel hat man keine Straßen gebaut, sondern die Straßen sind einfach da entstanden, wo die Leute am meisten gelaufen sind. Die haben halt wirklich mehr oder weniger versucht, die kürzesten Wege zu benutzen, die KI zwischen ihren Produktionsstätten und Weiterverarbeitungsstätten. Und... Halt. Dadurch sind dann, wenn die viel belatscht wurden, die gleichen Strecken, einfach... Ah, hier ist irgendwo ein Symbol der Macht. Wege entstanden mit der Zeit. Und je besser die Wege wurden, desto... habe ich jetzt keinen Bock. Desto schneller wurden die dann auf diesen Wegen. Das fand ich total cool. Oh meine Güte! Was zum... Vielleicht muss ich doch mal da reingehen. Oder einen anderen Eingang finden. Da unten geht's ja ganz schön ab. Wie komme ich denn da hin und was ist da unten? Mein Gott. Plätze. Ah, das ist die eine blinde Magierin, ihr Hideout gewesen. Ja, ja, ich kann mich erinnern. Nee, okay. Ich habe die Symbole gerade verwechselt. Ich glaube, dann sind das nur Portale. Plötzlich, deine Wegfindung ist mal wieder ein bisschen kaputt, glaube ich, heute. Aber gut. Weiß auch nicht. So. Ich bin da gerade drauf gekommen, weil wir hier so diese alten... Oder diese Wagen... Im Grunde kein echter Weg, sondern nur die Spuren, die viele Wägen hinterlassen. Und da habe ich mir gedacht, ja, so war das früher. Da wurde halt nichts geteert oder vorgelegt, sondern Wege sind da entstanden, wo viele Händler entlang gefahren sind und fertig. Na gut, gepflasterte Wege gab es schon, aber eher in den Städten. Das ist wieder was anderes. Mein Gott, wie viele Fenster, die fast wie Türen aussehen, kann man denn haben? So... Kräuterkundler, ich befürchte, dein Partner ist von Wölfen, also von alten Frauen, die Werwolfmonster sind, verschlungen worden. Hallo.
Show me what you got. Vielleicht sollten wir erst ein bisschen Karten spielen und dann... Dann lasse ich ihn gewinnen und dann freut er sich und dann sage ich, übrigens ist dein Freund tot. So, ne, dass das ein bisschen abgefedert wird, die schlechte Nachricht. Volkert, dein Lehrling. Ich weiß, was mit ihm passiert ist. Raus damit! Ich bin fast gestorben vor Sorge. Ich habe Zeugen gefunden, die sagen, Wölfe hätten ihn angefallen. Hat erst überlebt, ist aber erneut in den Wald, um Kräuter zu finden. Da hat sein Glück ihn verlassen. Ah, ein Schatz, der Gute. So pflichtbewusst. Ein Jammer. Naja, hier ist dein Gold. Es wird dir sicher gute Dienste leisten. Wirklich? Das war's? Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, als hätte ich was übersehen. Ich glaube, ich hätte mich vielleicht im Dorf doch mehr umgucken müssen. Aber in dem Spiel würde ja normalerweise stehen, optional schau dich in der Hütte der alten Frau um. Oder wird das später nochmal aufgegriffen? Das finde ich jetzt schon sehr seltsam. Das fühlt sich nicht nach einem Accomplishment an hier, ganz im Gegenteil. Aber naja. Keine Ahnung. Ich würde sagen, ich mache einfach mal die andere Quest. Finden wir uns mal eine Spitzhacke. Oh, da sind schon die Wölfe Plötze. Lass uns lieber davon reiten. Wie der Wind Plötze, wie der Wind. So viele Wölfe in so wenig Birkenwäldchen. Ich meine, ich weiß es ja nicht, aber wenn in Wirklichkeit so Monster, so Ogerkreaturen und so riesige insektenartige Monster schneller plötzlich in die Welt gespült werden, würden die das Ökosystem in Wirklichkeit sehr stark verändern. Ich weiß nicht, ob da Wölfe überhaupt noch einen Platz hätten, weil da doch irgendwie sehr viel gefährlichere Raubtiere plötzlich ihr Umwesen treiben. Drachen und so. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob so ein paar so Riechen nicht vielleicht ziemlich schnell auch einfach komplett ausgerottet werden würden, wenn plötzlich so krasse Monster in die Welt kommen. Aber scheinbar hat sich hier das Ökosystem eingependelt in der Witcher-Welt irgendwie. Welches Level bin ich? Muss ich mal gucken, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich könnte schon wieder hochleveln. Level. Wo sieht man das eigentlich? 38, da oben steht's. Level 38. Ah, deswegen habe ich den vorher instant gekillt. Ich verstehe. Ich weiß auch ehrlich gesagt einfach echt gar nicht mehr, für was ich meine Skillpunkte überhaupt noch ausgeben soll. Ja, ich meine, keine Ahnung, hier könnte man noch ein bisschen weiter optimieren. Ja. Bam. Hey, ich könnte mal kurz, wenn ich schon dabei bin, bei der Alchemie schauen, ob ich nicht ein paar Mutagene fusionieren kann zu Supermutagen. Ich weiß nicht, wo die sind, aber die sind, glaube ich, schon eigentlich hier, oder? Dachte zumindest. Alchemie-Substanzen? Ah ja. Das kann ich jetzt nicht tun, weil ich auf dem Pferd sitze. Theoretisch könnte ich ein bisschen Mutagen fusionieren, aber auch nicht so, dass es interessant ist eigentlich. Müssen wir hin? Da lang. Irgendwie kommen wir dem Ziel nicht näher. So, jetzt, okay.
Plötze, wo reitest du denn hin? Meine Güte, wie die sich dauernd verheddert. Ist das das Dorf, wo vorher gerade die creepy Personen waren? Schnell, ja. Zufällig reite ich hier nochmal durch. Jetzt will ich mich hier vielleicht nochmal ein bisschen umsehen. Darf ich mal kurz in euer Haus schauen? Abgeschlossen. So, so. Schlüssel benötigt. Ich meine, die Quest ist abgeschlossen. Wahrscheinlich ist der Zug abgefahren. Aber jetzt würde ich mich schon gern nochmal ein bisschen... Vielleicht sehe ich ja noch irgendwo die Leiche des Halblings rumliegen. Und dann wüsste ich es wenigstens, dass ich versagt habe. Eine Hintertür. Was ist das? Aha. Interessant. Jetzt wartet mal. Jetzt kann ich den Keller hier nicht öffnen. Ah, damn it. Ich glaube, ich habe es vermasselt. Man hätte, glaube ich, hier wirklich... Wahrscheinlich, wer weiß, was da unten in dem Keller gewesen wäre. Jetzt muss ich vielleicht mal kurz in meine Autosave-Safe-Games gucken, deswegen. Das wäre es mir sogar wert. Aber es ist jetzt schwer zu sagen, wie... 21.32 Uhr... 22? Ich meine, das obere Safe-Game war vor 3 Minuten. Aber das könnte sein, dass ich da gerade auf der Suche nach den Spuren war. Spurenlos. Hey, komm. Laden wir nochmal. Das ist es mir wert, dass ich da nochmal kurz den Weg zweimal reite. Vielleicht lebt er ja sogar noch. Vielleicht können wir ihn sogar noch retten. Vielleicht wurde er noch gar nicht vollständig verspeist. Wer weiß. Also hoffentlich wurde er auch nicht teilweise verspeist. Das wäre auch schon ziemlich blöd. Muss gar nicht unbedingt vollständig sein. Hoffentlich wurde niemand irgendwie von irgendwem verspeist. Ah ja, da habe ich gerade den Wagen hier untersucht. Das ist sehr gut. Dann sind wir nämlich kurz vor der Hütte. Ja, ja, das war unbefriedigend. Die Quest war unbefriedigend sonst. Ich muss das... Ne, ich bereue es jetzt auch ein bisschen, dass ich nicht doch noch mal ein älteres Savegame geladen habe, um Radowitz zu töten. Aber so ist es halt jetzt eben. Konzentrieren wir uns auf die DLCs. Alles andere ist nie passiert. Ich skipp schnell das Gespräch hier. Könnt. Weißt du, welches Max-Level The Witcher 3 hat? Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Was? Ich sehe. Stimmt. Bist. Ah, wartet mal schnell. Ich glaube, ich habe die Blutspur noch nicht fertig verfolgt. Genug. Deswegen habe ich die Dialogoption noch nicht. Blut, getrocknet, ein paar Tage alt. Die Spur ist kalt, muss mich umsehen, fragen. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. So. Du wieder. Los, raus damit. Was führt dich her? Ich... Ja. So ist... Ja. Ja, so ist ja. Bist. So, und jetzt bin ich gespannt, ob ich jetzt... Verrottendes Fleisch. Ja. Er hat was gesagt, er hat darauf reagiert. Folge dem Geruch mit Hilfe des Hexerspürsinns. Das hatte ich beim letzten Mal nicht, da bin ich zu früh gegangen oder in die falsche Richtung gelaufen. Aber ich brauche dem gar nicht folgen, ich weiß genau, wo wir hin müssen. Das ist schon cool. Das gefällt mir, dass man die Quest dann eben auch so abschließen kann. So halb, quasi. Ich find's cool, dass das geht. Aber wenn er schon verrottendes Fleisch riecht, dann nimmt das wohl kein gutes Ende für unseren Halbling-Freund. Oh, verflucht. Ich wusste es doch.
Ich hab's an der Stimme gehört, dass die eine Kannibalin ist. Das war die Kannibalenstimme. Ja, Hilfe. Skelette. Und das ist ein bisschen wie bei den, mir fällt der Name nicht ein, Resident Evil 7 Familie. Am Küchentisch, so sieht's ja aus. Ach, durchsuche den Raum. Reicht es nicht schon, was ich hier gesehen habe? Was muss ich denn noch durchsuchen? Ach so, ich muss den anklicken. Halbling, helles Haar, muss Volkert sein. Aufgeschlitzt, ausgenommen und abgehangen. Keine Chance, die Todesursache zu erfahren. Warum wusste ich denn, dass die Kannibalen sind? So, junge Dame, Sie haben mir einiges zu erklären.